Im Lernangebot Peer-to-Peer-Formate für Mikrofortbildungen geht es um Formen, in denen Menschen voneinander und miteinander lernen können. Es geht um Formate, die man selbstständig auf die Beine stellen kann, ohne dass es dafür Unterstützung von außen braucht. Wir stellen dabei 5 verschiedene Formate und Methoden vor. Und in diesem Video hier gibt es einen Schnelldurchlauf der 5 Methoden. Sie sehen dabei jeweils den Beginn der Videos, in denen die jeweilige Methode erklärt wird. Falls Sie ohnehin beabsichtigen, alle Videos von vorne bis hinten durchzuschauen, können Sie den Schnelldurchlauf gegebenenfalls überspringen und direkt in die Videos einsteigen. Falls Sie aber andersherum eine Entscheidungshilfe benötigen, welche Methoden Sie sich anschauen wollen, ist dieser Schnelldurchlauf quasi ein erweitertes Inhaltsverzeichnis für Sie. Los geht's! Dazu können wir eine Session machen, ist ein beliebter Satz im Umfeld von Barcamps, den Unkonferenzen. Jeder ist reihum dran. Das ist das Muster von Karussellfortbildungen. Die gemeinsame Hauruck-Aktion kann eine Materialwerkstatt oder ein Hackathon sein. Sag mal, du kennst dich doch aus mit, ist oft der Beginn einer offenen Sprechstunde. Geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen, ist das Motto von Formen wie Newsletter, Forum, Blogs oder dem Twitter-Lehrerzimmer. Soweit der Überblick über die 5 Formate /Methoden. Eine Bemerkung noch zu den Begrifflichkeiten. An einigen Stellen werden konkrete Methoden beschrieben, an anderen Stellen gibt es umfassendere Beschreibungen zum Setting, sodass es um mehr als Methoden geht. An diesen Stellen passt dann der Begriff Format besser. Die Übergänge sind fließend und die Formate können ganz individuell angepasst werden, von klein bis groß. Deswegen nutzen wir in diesem Lernangebot die Begriffe Methode und Formate ohne eine klare Trennlinie. Pauschal kann man sagen, mit Methoden bezeichnen wir konkretes Vorgehen, mit Format ist auch das weitere Setting drumherum gemeint. In diesem Sinne fühlen Sie sich bitte ganz frei, je nach konkreter Ausgestaltung von Methode oder Format zu sprechen. Los geht's!